Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Premieren-Episode in Litchfield Zoo. Wie ihr sehen oder vielleicht erkennen könnt, befinden wir uns in Australien. Also ich habe mich für die australische Grasland-Map entschieden. Ich habe unebenes Terrain gewählt. Ob wir das tatsächlich so uneben lassen werden oder nicht, das wird sich in Zukunft in diesem Zoo zeigen. Wir werden es mit Sicherheit so ein kleines bisschen anpassen an unsere Bedürfnisse. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Wir haben eine neue Sandbox-Serie. Das Ganze wird sich, wie gesagt, Litchfield Zoo nennen. Und womit ich hier jetzt gerade anfange, bevor ich euch noch ein bisschen mehr darüber erzähle, über die ganze Idee und wo die Reise hingehen soll, möchte ich euch zeigen, dass ich mich für einen neuen Baustil entschieden habe. Das heißt, für einen neuen Baustil, für eine neue Herangehensweise, die ich sehr praktisch finde. Gerade wenn ich größere Gebäude baue, bereite ich mir das Ganze jetzt zukünftig immer vor. Beziehungsweise, was heißt zukünftig? Aktuell mache ich das so, weil ich das sehr praktisch finde. Ich bereite mir unterschiedliche Wandelemente vor, die ich für das Gebäude nutzen möchte, wie jetzt hier eben für unser Eingangsgebäude. Ich habe mich für diese Holzform entschieden, möchte viel mit Holz und Glas, also viel mit Braun, Schwarz und Metalltönen arbeiten und mit Glas, um das Ganze modern, aber trotzdem ein bisschen rustikal darzustellen. Ich denke, dass das gerade für diesen australischen Cities-Zoo, den ich bauen möchte, ganz gut passt. Und für das Eingangsgebäude, wie gesagt, möchte ich mir einfach so ein paar Elemente für das Gebäude vorbereiten, die ich dann immer und immer wieder verwende. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen. Ich habe so ein Gebäudeset vor kurzem auch in den Workshop gestellt. Für so einen rustikaleren, mehr oder weniger so ein bisschen Landhausstil, Fachwerk jetzt nicht so wirklich. Aber wie gesagt, ich finde das ganz praktisch, weil man dann diese einzelnen Gebäudeelemente einfach so zusammenstückeln kann, wie man das gerne möchte. Und dann relativ einfach ein schönes und doch selbstgestaltetes Gebäude dann damit darstellen kann. Genau das in diesem Fall eben jetzt für unser Eingangsgebäude für den Zoo. Eingangsgebäude finde ich immer am schwierigsten zu bauen. Also da tue ich mich echt immer total schwer, weil mir da die Inspiration auch tatsächlich dafür fehlt. Und was ich auch schon ab und zu erwähnt habe, ich tue mich grundsätzlich auch so ein bisschen schwer, Eingangsgebäude nachzubauen. Ich habe natürlich sehr viel gegoogelt auch wieder, um mir so ein bisschen Inspiration zu holen, habe aber nicht tatsächlich was gefunden, wo ich wirklich gesagt habe, ja, wow, das ist es, sondern mache dann im Endeffekt auch wieder meinen eigenen Stiefel. Denn Nachbauten zu machen, das liegt mir nicht wirklich, das kann ich nicht, das überlasse ich gerne anderen Leuten, die das sehr viel besser können. Thomas Freaks zum Beispiel ist da einer, der macht das wirklich mit Leib und Seele und mit Leidenschaft und kann das auch wahnsinnig gut. Wie gesagt, für mich funktioniert das einfach nicht und deshalb eben diese Herangehensweise. Und auch hier wieder im Endeffekt, ich hatte zwar eine Idee im Kopf, wie ich das Ganze ungefähr gestalten möchte, aber nicht zu vorgefertigt, sodass ich da trotzdem relativ flexibel bin. Und letztendlich habe ich auch wieder einfach drauf losgebaut. Was ich wusste, was ich machen möchte, ich wollte für den Eingangsbereich auf jeden Fall diese Informationscounter unterbringen, sodass ich die selbst gestalten kann. Generell wird das hier in Litchfield Zoo, jetzt wollte ich schon sagen Lemington, Lemington ist geschlossen, für immer. Litchfield Zoo soll ja ein Stadtzoo werden. Das Ganze in Australien, wie ich ja auch schon zu Anfangs erwähnt habe. Und ich möchte dabei sehr ins Detail gehen. Weil ich einfach gemerkt habe, was sich vielleicht blöd anhört, aber ich bin so diesen,
ja, diesem Baustil, den ich in Swamp Lake noch hatte, entwachsen, wie man vielleicht am Ende des Zoos auch gemerkt hat, dass ich doch also ein bisschen einen anderen Stil für mich dann entwickelt habe und Inspirationen von anderen Creatoren dann auch mit übernommen habe und teilweise mit eingebracht habe. Wie zum Beispiel von Caesar Creates, Sadis Age Plays, Leaf und wie sie nicht alle heißen. Und deshalb fand ich auch, wird es Zeit einfach für mich, mich einer neuen Herausforderung zu stellen und wirklich all das, was ich neu gelernt habe und was ich in meinem Kopf habe, einfach jetzt in einer neuen Serie umzusetzen. All das soll Litchfield Zoo definitiv werden. Ihr werdet es jetzt beim Eingangsgebäude schon so ein kleines bisschen sehen. Ich habe sehr, sehr vieles Neues vor mit diesem Zoo. Zum einen wird es, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, obwohl man es in dieser Episode noch nicht sehen kann, sondern erst ab der nächsten dann, wenn wir den Innenbereich dann von unserem Zoo anfangen zu gestalten. Es wird ab der nächsten Episode mit jeder Folge dann einen Blick auf unsere Parkmap geben. Denn es wird einen, ja, einen Zoo-Wegweiser, einen Zooplan tatsächlich geben, den wir hier und da in unserem Zoo dann auch unterbringen, wo wir den aktuellen Standort dann markieren und an dem man sich dann so ein bisschen orientieren kann. Und in jeder Episode werden wir am Ende der Folge dann einen Blick auf diese Parkmap werfen, wo wir dann einfach den aktuellen Status unseres Zoos sehen. Mit Legende drauf und so weiter und so fort, wie man sich das halt bei einem einfachen Zoo so auch vorstellt oder wie man das kennt. Ich werde auch viel mit Custom Billboards arbeiten, das heißt, die Tiergehegeschilder werde ich selbst gestalten. Auch das eine ja, große neue, nicht ganz so neue Herausforderung für mich, denn ich habe das ganze Jahr in Waveland Park auch schon gemacht. Versuche auch da jetzt nochmal so eine kleine Schippe draufzulegen. Habe mir auch da viel vorgenommen, möchte aber da jetzt noch nicht zu viel vorgreifen, sondern das machen wir mal zu mal halt dann mit den neuen Episoden. Und ja, ich freue mich einfach schon tierisch auf dieses Projekt, tierisch im wahrsten Sinne des Wortes. In unserem letzten deutschen Sandbox-Zoo in Swamp Lake haben wir es ja leider nicht geschafft, die afrikanischen Tiere unterzubringen, weil die Performance dann einfach nicht mehr zugelassen hat. Das möchte ich hier in Litchfield jetzt definitiv nachholen. Wir sind in einem australischen Zoo. Das heißt, wir haben vom Klima her die besten Bedingungen auch für afrikanische Tierarten. Gerade weil wir in Australien, ja, wir haben verschiedene Klimazonen letztendlich, wir haben tropisches Klima, wir haben aber auch Wüstenklima und Savannenklima, weswegen die Tiere hier sehr gut gedeihen können und würden. Und ja, deswegen möchte ich hier neben den australischen Tieren, mit denen wir mit Sicherheit beginnen werden, auf jeden Fall auch sehr viele afrikanische Tierarten unterbringen. Das Ganze, wie gesagt, so im Stadtzoo-Motto. Ich versuche auch die Gehege und Gebäude so realistisch zu gestalten, wie es nur geht. Das heißt, Realismus wird hier sehr, sehr groß geschrieben in dem Zoo. Ich breche mit dieser Tradition allerdings schon gleich hier in der ersten Episode. Das werdet ihr dann gleich sehen, wenn ich dann die Mitarbeitergebäude unterbringe, dass ich da nicht sehr in die Detailarbeit reingehe. Das werde ich aber nur, was diese Mitarbeitergebäude angeht, machen, sobald wir dann letztendlich in die tatsächliche Gehegearbeit gehen und in die Backstage-Bereiche und so weiter, werde ich das definitiv machen. Klar, irgendwo müssen wir auch mal einen Punkt setzen oder einen Strich einfach mal gerade sein lassen. Aber wie gesagt, also ich möchte hier sehr ins Detail gehen und sehr in den Realismus dann reingehen. Ja,
Hier bei diesem Eingangsgebäude versuche ich sowohl unsere Besuchereinrichtungen alle unterzukriegen, die wir so benötigen, als auch sämtliche Mitarbeitereinrichtungen, damit wir den Zoo dann letztendlich zum Laufen bekommen. Das heißt, hier auf der linken Seite, das kleinere Gebäude, das ich jetzt hier gerade bastle, wird unser Souvenirshop werden. Und auf der anderen Seite haben wir eben dann das große Gebäude, wo letztendlich sich die Ticketschalter dann befinden für unsere Gäste. Und auch die ganzen Mitarbeitergebäude dann letztendlich drin sind, als auch Getränke und Essensstände und, ganz wichtig, Toiletten. Ganz genau. Also in der heutigen Episode geht es einfach darum, diesen Eingangsbereich zumindest von außen schon mal zu gestalten. Ich werde auch dann den vorgefertigten Planet Zoo Eingang löschen, den Gästespawner und die Eintritts... wie heißt es? Ihr wisst, was ich meine, die Eintrittsschleusen. Sonja wird mir mit Sicherheit, setze ich große Hoffnung drauf, in den Kommentaren das richtige Wort dafür wieder nennen können. Die werde ich dann dementsprechend auch noch setzen. Und dann muss ich mir noch was einfallen lassen für das Spawning der Gäste, wo die dann tatsächlich dann rauskommen und in den Zoo laufen. Denn bei allem Realismus, Parkplatz und so weiter, das wird es bei diesem Zoo leider, ja, soll ich wirklich sagen leider, also ich empfinde es nicht als leider, aber wird es bei diesem Zoo nicht geben. Sondern ich beschränke mich tatsächlich auf den Zoo, weil bei mir einfach auch das Problem ist, vielleicht sind manche von euch genauso gestrickt, wie ich das auch bin. Ich finde dann keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, wenn ich einen Parkplatz baue, dann muss ich natürlich auch eine Straße bauen. Wenn ich eine Straße baue, dann muss ich natürlich bei der Straße auch so ein bisschen Gebäude und Szenerie außenrum bauen. Wo beginne ich damit? Wo höre ich damit auf? Und deshalb habe ich für mich da ganz klar eine Linie gezogen. Nein, ich baue einen Zoo und baue nicht das Außenrum dazu auch noch. Also da setze ich dann doch ganz klar die Grenze und überlasse solche Geschichten wie Parkplätze, Parkhäuser bauen und so weiter dann lieber den Leuten, die das tatsächlich richtig gut können, da ein großes Talent dafür haben und da Spaß dran haben. Aber wie gesagt, da hört für mich der Spaß dann einfach auf und deswegen gibt es das bei mir nicht und ich muss mir für diesen Gästespawner dann tatsächlich noch was einfallen lassen. Vielleicht nutze ich tatsächlich mal einen Bus oder was auch immer dazu, dass unsere Gäste dann einfach aus diesem Bus dann aussteigen. Werden wir sehen. Also das kommt mit Sicherheit dann in der nächsten Episode, die ich tatsächlich noch nicht aufgezeichnet habe oder wenn ihr dieses Video jetzt gerade seht, dann wahrscheinlich gerade dabei bin, das Ganze dann zu basteln. Ja, wie gesagt, ich habe schon einiges an Ideen im Kopf, was ich in diesem Zoo machen möchte. Zumindest jetzt gerade für den Anfangsbereich dann. Die erste Idee für das erste Tiergehege oder für das erste Tier, das in diesem Zoo einziehen soll, habe ich tatsächlich auch schon. Und das verrate ich euch auch ganz gerne. Und das war im Endeffekt eigentlich... diese Inspiration oder dieses Bild, das ich im Kopf habe, das mich zu diesem kompletten Zoo inspiriert hat. Und zwar möchte ich ganz gerne anfangen mit den Schnabeltieren. Es wird da ein Tierhaus dafür geben. Ich versuche das Ganze so realistisch zu halten, wie es nur irgendwie möglich ist. Ich möchte ganz gern auch ein gemischtes Tierhaus bauen, wo eben nicht nur die Schnabeltiere untergebracht sind, sondern dass wir hier so eine Art Australienhaus letztendlich haben. Ich weiß noch nicht, was ich da drin komplett alles unterbringen werde, aber ich denke mal, wenn ich mir die australischen Tiere so ansehe, die wir bis jetzt haben, werden am besten dann noch der Koala und der Wombat in dieses Haus reinpassen. Genauso wie das eine oder andere Reptil, also zumindest auch der Blauzungenskink. Und ganz toll wäre es natürlich, wenn wir so ein paar Vögel hätten, wie Kakadus oder was auch immer, die ich da reinsetzen könnte. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja in Zukunft noch.
Genau, wie gesagt, also damit möchte ich dann ganz gerne anfangen. Das werden wir dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Episode dann in Angriff nehmen. Und ja, ich freue mich einfach schon wahnsinnig drauf, weil ich gerade tatsächlich vor Kreativität so ein bisschen überlaufe oder vor Kreativität sprühe. Und ich kann es nicht abwarten, euch da einfach mitzunehmen. Und ich hoffe, dass, ja, dass ihr nicht allzu traurig seid über das vorläufige Ende von Swamplexu und euch genauso wie ich auf diesen neuen Zoo einfach freut und mich da begleiten werdet. Ja, hier habe ich jetzt mal die Wege gelegt. Ich werde natürlich diesen Wegebau, wenn ich es so nennen soll, dann auch wieder mit Kalkplatten verkleiden, wie es im Endeffekt aus, ja, aus den letzten Folgen von Swamp Lake, aber auch aus dem Siebentischwald und aus Lemmington schon kennt, wo ich dann den Boden eben mit den Kalkplatten mit verkleidet habe, dass es so aussieht, als würde der Weg tatsächlich bis ans Haus rangehen. Also so ein bisschen diese optische Täuschung letztendlich. Die Infostände verkleide ich hier jetzt auch gerade noch mit entsprechenden Wandelementen. Baue hier jetzt gerade auch noch so ein paar Regale rein, wo wir dann so ein bisschen Krimskrams einfach noch unterbringen können. Ja, so dass es im Endeffekt auch aussieht, als würden die Besucher dort noch irgendwelche kleinen Souvenirs und so weiter und so fort dann auch kaufen können. Genau. Genau, das Ganze werden wir dann im Endeffekt auch noch so ein kleines bisschen auf die Spitze treiben, wenn wir dann in den Souvenirladen letztendlich gehen, wo wir dann natürlich noch mehr in die Detailarbeit gehen werden und natürlich noch ein bisschen mehr mit den ganzen Deko-Gegenständen dann spielen können. Hier für den Hintergrund habe ich mich dann dazu entschieden, diese Wandbilder aus dem Australien-DLC zu benutzen. Diese Ziertafeln, die Koala-Schilder und so weiter. Habe hier dann noch diese Uhr eben auch untergebracht, weil ich dachte, ja, das passt für einen Eintrittsbereich eigentlich ganz gut. Und habe dann versucht, dieses Gebäude einfach mit diesen australischen Tierschildern noch so ein kleines bisschen zu verkleiden und ein bisschen ansprechender zu machen, dass es nicht ganz so clean und steril wirkt und schon ein bisschen nach Spaß letztendlich dann auch aussieht, was ja auch wichtig ist für einen Zoo. Ja, auch dieses Helm-Kasua-Schild fand ich auch ganz praktisch, weil sich das hier an diesen Wandbauteilen auch sehr, sehr gut gemacht hat, weil das im Endeffekt einfach nochmal so ein einen kleinen Farbtupfer reinbringt und ja, genau. Dann bin ich auch schon dabei, mich hier um den Souvenirladen so ein kleines bisschen zu kümmern und dann so ein kleines bisschen Feinarbeiten einfach noch zu machen, damit wir hier diese hässlichen Wandkanten dann einfach abschließen können. Da habe ich mich dazu entschieden, einfach noch so einen ganz dicken schwarzen Holzbalken da dann einfach reinzusetzen. An diesen ganzen Kanten, das könnt ihr hier jetzt auch nochmal sehen, damit wir hier einfach einen schönen Abschluss dann auch haben. Da müssen wir natürlich auch noch unsere Besucher, unsere Mitarbeiterwege unterbringen. Ganz wichtig natürlich, die Mitarbeitergebäude miteinander zu verknüpfen, alle, damit unsere Mitarbeiter dann auch in den Park gehen können und unsere Tiere dann versorgen können. Auch dafür habe ich mir dann was Besonderes überlegt. Das werdet ihr dann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch sehen, wenn ich mich dann darum kümmere, hier diese Barrieren dann für unsere Gäste dann unterzubringen, beziehungsweise zu verhindern, dass unsere Gäste dann in den Mitarbeiterbereich dann eben auch laufen. Jetzt gibt es noch so ein bisschen Krimskrams hier für unsere Infostände. Ich habe auch eine ganz, ganz tolle Idee, weil ihr vielleicht ganz, ganz kurz gerade diese Australien-Map gesehen habt.
Übrigens fände ich es wahnsinnig genial, wie so häufig. Wir haben in vielen unterschiedlichen DLCs viele unterschiedliche Arten von Deko und Merchandise und so weiter und so fort. Und im Endeffekt passt nichts wirklich großartig zueinander. Was ich extrem schade finde. Ja, die Wombats hier in verfänglicher Position und gleich das Ganze nochmal. Ja, ich finde das unheimlich schade. Diese Australien-Map, die ich sehr gerne irgendwo hätte untergebracht, würde ich mir auch noch ganz gerne für andere Kontinente wünschen. Warum haben wir keine große Afrika-Map oder Südamerika-Map oder Nordamerika oder Europa oder Asien oder was auch immer? Ich fände das richtig cool, weil dann könnte man tatsächlich einen Zoo machen, der zusammenpasst irgendwo. Versteht ihr, was ich meine, wo man dann Bereiche abgrenzen könnte oder einen Eingangsbereich für verschiedene Kontinente machen könnte, indem man eine große Australienkarte, eine große Afrikakarte an den Anfang klatscht. Und ja, aber leider Gottes ist es, muss ich tatsächlich kritisieren, bei den DLCs immer so, dass Themen nicht angeknüpft werden, sondern dass man immer wieder versucht, das Rad neu zu erfinden. Und das finde ich teilweise leider ein bisschen müßig und tatsächlich dann auch ein bisschen schwierig, wenn man einen Zoo gestalten möchte, wo wirklich alles zueinander passt. Das ist unglaublich schwer, das hier in diesem Spiel zu bewerkstelligen, wenn man nicht extrem viel selbst baut und extrem mühevoll selbst baut. Ja, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich super, super, super schade finde. Aber gut, sei es drum. Ja, hier war der Struggle dann auch wieder real mit dem Wegetool. War gar nicht so einfach, diese Gästeschleusen. Sonja, hier wird dein Wort wieder benötigt. Diese Eintrittsschleusen, Eintrittskreuze oder was auch immer, so zu platzieren, dass es mit dem Weg wirklich wunderbar funktioniert hat. Aber ja, letztendlich hat es ja irgendwie dann funktioniert. Hier habe ich mich dann darum gekümmert, jetzt tatsächlich so eine Begrenzung zu haben oder einen Zaun letztendlich, der ja, den Mitarbeiterbereich vom Besucherbereich abgrenzt. Deshalb habe ich hier einfach so einen ganz, ganz schlichten Zaun letztendlich gebaut. Der mit Sicherheit leicht überkletterbar wäre, aber einfach hier halt so diesen Eingangsbereich vom Mitarbeitereingang oder vom Eingang des Betriebsgeländes abzugrenzen. Ja, ich habe jetzt hier den Zaun erstmal durchgehend gezogen, werde es aber gleich wieder teilweise löschen, weil ich dachte, nee, ich möchte den Bereich schon ganz gerne so breit dort haben, dass es grundsätzlich auch möglich wäre, mit einem Fahrzeug hier reinzukommen. Gerade wenn, ja, wenn Futtermittel angeliefert werden oder meinetwegen auch neue Tiere in den Zoo gebracht werden, dass man tatsächlich dort dann mit einem Fahrzeug zurückkommt. Dementsprechend habe ich halt dann dieses Tor mehr oder weniger gelassen und im Vorfeld, ja, im Vordergrund dieses, sagt's mir schnell, da hatte ich wieder Schwierigkeiten, die richtigen Pflanzen zu finden, im Vorfeld dieses Zaunes dann auch so eine kleine Hecke dann eben noch zu pflanzen, um das Ganze einfach optisch noch so ein bisschen schöner zu gestalten. Hier wieder harter Cut. Ja, so hart war er nicht, war eigentlich sehr soft der Cut, ein bisschen zu soft fast schon, in unseren Souvenirladen. Da, wie gesagt, jetzt
ja, habe ich halt vieles unserer Deko-Gegenstände dann letztendlich untergebracht, damit das Ganze hübsch aussieht, beziehungsweise dann tatsächlich so aussieht, als könnten unsere Besucher dort diese Geschichten erwerben. Selbstverständlich darf der Bacon-Play-Hut nicht wirklich fehlen, den man ja auch in meinem Logo sehen kann, den ich so aber tatsächlich in der Freizeit nie trage. Oder sowas besitze ich gar nicht. Wäre aber tatsächlich vielleicht so eine Idee für Merchandise. Also wenn ich sowas mal finde, dann werde ich es in Zukunft vielleicht tatsächlich mal anbieten, dass man sich so einen Back-and-Play-Hut dann kaufen kann. gut. So, dann hier wie gesagt noch so ein bisschen Deko und so ein bisschen Merchandise für unseren Zoo. Was ich auch total geil finde, wenn das vielleicht in Zukunft mal irgendwann kommen sollte mit einem Update oder DLC, dass man so ein bisschen dann auch Custom Merchandise machen kann. Das fände ich ganz cool. Denn gerade wenn man so ein Zoo-Logo bastelt, was ich ja auch noch tun werde, was ihr in der nächsten Episode dann sehen werdet, beziehungsweise was ihr ja auf dem Thumbnail zu diesem Video auch schon sehen könnt, dann fände ich es echt cool, wenn es so ein bisschen Merchandise dann gäbe, was man in so selbstgemachten Souvenirläden dann anbieten kann, wo man eben dieses Logo dann auch unterbringen kann. Also das fände ich eine richtig, richtig coole Sache. Ich denke da vor allem jetzt eben hier an Litchfield Zoo, da wäre das echt cool. Oder auch für Waveland Park mit dieser Welle, die ich da eben habe. Das fände ich eine richtig coole Geschichte, wenn man das dann dementsprechend auch machen könnte. Beispielsweise irgendwelche T-Shirts oder was auch immer. Fände ich schon cool. Wer weiß, vielleicht kommt sowas tatsächlich ja in der Zukunft noch. So, hier geht es jetzt weiter mit unserem Food-Stand. Links, glaube ich, habe ich einen Hotdog-Stand untergebracht und auf der rechten Seite drüben dann Gulpi Soda oder Gulpi, whatever. Auf jeden Fall da den Getränkebereich. Hier jetzt nochmal so einen kleinen Tresen bzw. so eine kleine Küchenzeile mehr oder weniger. Brandschutztechnisch nicht ganz in Ordnung von mir, was ich da gemacht habe. Aber eigentlich müsste ich da jetzt sagen, da habe ich mir wieder ein Schnippchen geschlagen, denn Realismus und so weiter, okay. Was ihr auf der linken Seite vielleicht gerade noch so ein bisschen erhascht habt, Toiletten habe ich selbstverständlich untergebracht. Ich habe auch zwei Toiletten untergebracht, habe eine Männchen- und eine Weibchen-Toilette letztendlich gemacht. Dazu habe ich einfach dieses Toilettenschild genommen für Damen und für Herren und mit so einem Kunstschild in Weiß dann einfach überlegt, sodass man dann nur noch tatsächlich die, entweder das Schild für die Damen oder für die Herren sieht, sodass man halt mehr oder weniger dann nur eine Damen- und eine Herrentoilette hat und keine Unisex-Toilette mehr. So, dann haben wir hier versucht, ein Kochfeld darzustellen, also ähnlich wie so ein Teppanyaki-Grill letztendlich, auf der rechten Seite zumindest, auf der linken Seite dann mit diesen Grillpfannen, Grillstäben, mehr oder weniger. Und hier habe ich dann versucht, zumindest optisch so ein kleines Waschbecken dann noch darzustellen. Genau, mit einem kleinen Wasserhahn dann eben auch an der Wand, wo dann letztendlich das Geschirr dann auch gespült wird. Hier fand ich es tatsächlich dann auch schwierig mit der Dekoration, weil wir ja nicht so sehr viel essenstechnisches Dekomäßig hier haben. Also das fand ich tatsächlich ein bisschen schwer. Hier habe ich dann diesen, diesen afrikanischen Ofen, Grill, irgendwas dann noch untergebracht, damit man dann wenigstens so ein bisschen die Illusion hat, dass da tatsächlich gegrillt wird im Hintergrund.
Ja, genau, wie gesagt, also essenstechnisch haben wir leider nicht so viel Dekomaterial, was man tatsächlich da verwenden könnte. Klar, wir haben ein bisschen Obst, wir haben ein bisschen Gemüse, aber ansonsten irgendwelche Geschichten wie Gaming Badass hat es schon mal erwähnt in seinem Wildlife Sanctuary, wollte ich schon sagen, Wildcat Sanctuary, dass wir halt ja, fleischtechnisch oder andere essenstechnischen Sachen leider nicht sehr viel Deko haben. Sei es jetzt irgendwelches Gebäck oder Brot, Fleisch, Wurst, Käse, was auch immer. Also sowas würde ich mir tatsächlich auch noch so ein kleines bisschen wünschen, damit man eben solche Geschichten hier wie die Essensstände ein bisschen, ja, ein bisschen schöner machen kann. Die Infotafeln, die ich hier übrigens überall untergebracht habe, sind im Endeffekt dann dazu da. Dort wird das Zoologo letztendlich dann einfach nochmal präsentiert. Oder was ich mir auch dachte, was ich gerne machen möchte, dann immer von Episode zu Episode, immer wenn wir eine neue Tierart irgendwie unterbringen im Zoo, dass wir dann vorne wie so eine kleine Werbetafel irgendwie haben, so quasi New in the Zoo. Und dann eben ja, Werbung machen für das Schnabeltier oder was auch immer, je nachdem, was wir halt neu im Zoo dann letztendlich haben. Was ich hier im Zoo auch definitiv machen werde bei den Einstellungen ist, dass es keine Tiergeburten und keine Tiertode geben wird. Ich finde das ansonsten immer ein bisschen schwierig, wenn man den Zoo dann irgendjemanden schickt, dass er einen Rundgang dadurch macht und man muss dann erst nochmal 1, 2 Stunden in den Zoo reingehen, um alles in Ordnung zu bringen und dafür zu sorgen, dass man nicht 20 Pumas im Gehege drin hat oder was auch immer. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall in diesem Zoo dann ausstellen, damit wir dann tatsächlich einen immer funktionierenden Zoo haben. Hier habe ich den Eingangsbereich dann dementsprechend nochmal gestaltet, was ich sonst im Zoo nie so wirklich hatte oder zumindest in den letzten Zoos nicht, denn da hatte ich immer einen relativ offenen Eingangsbereich, beziehungsweise habe immer tatsächlich dann den Eingang, den vorgefertigten Bereich schon genutzt. Das wollte ich hier in diesem Fall nicht. Deshalb habe ich hier einfach ja, diese wunderschönen Eingangsgitter aus dem Dämmerungs-DLC benutzt, die ich hier dann untergebracht habe als Eingangstore letztendlich, sodass man diese dann tatsächlich rein theoretisch schließen könnte, sobald der Zoo dann auch zumacht. Genau, habe die dann, wie gesagt, hier in diesem Bereich dann noch untergebracht. Und eben auch diesen ja, Seiteneingang mehr oder weniger dann auch noch geschlossen oder zugemacht. Und war an dieser Stelle ehrlich gesagt schon sehr, sehr zufrieden damit, wie das Ganze aussieht, weil ich fand, dass es doch tatsächlich schon so ein bisschen nach einem professionellen und ordentlichen Zooeingang diesmal aussieht, der auch zu diesem City-Zoo-Vibe passt. Also wir gehen weg von diesem Adventure-Zoo-Thema, werden auch, ich hoffe, da stößt sich keiner dran, so ein bisschen auf das Tierwohl verzichten und dann nicht so extrem drauf achten, weil es nun mal ja in dem einen oder anderen Stadtzoo tatsächlich so ist, dass Gehege nicht so groß sind, wie es hier eigentlich vorgeschrieben ist. Finde teilweise die Gehegegrößen gerade auch für so Kleinsäuger mit den Vorgaben, die man hier in Planet Zoo hat, nicht so realistisch. Also mir geht es jetzt weniger darum, ein extrem natürliches Gehege zu bauen als ein realistisches Gehege. Und gerade wenn ich jetzt irgendwie ein Erdmännchengehege habe, dann hat dieses nun mal keine 450 Quadratmeter und nur 10 Tiere dann drin oder 5 Tiere drin, sondern dann ist es halt nun mal kleiner und hat nur mal 100 oder 150 Quadratmeter und ich habe keine Ahnung, 15 Tiere da drin.
Ja, wie gesagt, das ist so der Ansatz, den ich hier mit diesem Zoo verfolge, sodass ja, dass es ein realistischer Zoo ist. Bei anderen Tiergehegen wird es natürlich dann wahrscheinlich so sein, dass sie eher größer sind als die Mindestanforderungen, die man hier im Planet Zoo hat. Denn auch das ist hin und wieder der Fall, gerade wenn man größere Anlagen hat, wie jetzt Savannenanlagen, die man doch sehr häufig in Zoos auf der ganzen Welt sieht, Gesellschaftsanlagen für Tiere, dann sind die teilweise doch schon größer als oder deutlich größer als die Mindestanforderungen teilweise. Und auch das werden wir in diesem Zoo natürlich sehen dann. Hier kümmere ich mich jetzt gerade um das Dach für unseren Souvenirshop. Im Souvenirshop, wir haben zwar diese Glasfronten und es ist nicht wirklich dunkel dort drin, aber ich wollte es trotzdem so halten, dass wir da noch so ein bisschen Lichteinfall von oben haben. Und habe dann dementsprechend hier einfach so eine Dachschräge dann noch eingebracht, damit das Ganze dann auch schön aussieht hier. Und wir einfach so von oben noch einen kleinen Lichteinfall haben. Wie ihr seht, habe ich auch außenrum in der Zwischenzeit dann schon den Bereich gestaltet, den unsere Besucher dann eben haben, bevor sie den Zoo betreten. Den großen Weg mit vielen Pflanzen und dann noch Sitzgelegenheiten und so weiter. Das habe ich jetzt aus dem Video einfach mal rausgenommen, weil ja, das Video ist mit 40 Minuten oder gut über 40 Minuten eh schon ein bisschen länger als so diese typischen Sandbox-Videos von mir, die normalerweise maximal eine halbe Stunde gehen. Und ja, von daher dachte ich, nehme ich so ein paar kleinere Dinge dann einfach raus. Werde aber dennoch trotzdem versuchen, in Zukunft, auch wenn ich sehr ins Detail gehen werde bei diesem Park, dass ich so wenig Material wie möglich rausschneide, damit ihr hier dann tatsächlich auch seht, wie die Dinge entstehen. Und gerade wenn es euch interessiert, dann ja, auch ein bisschen was davon für euch letztendlich mitnehmen könnt als Inspiration oder damit ihr auch seht, wie ich letztendlich Dinge dann auch in Angriff nehme oder Dinge baue. Ja, hier wollte ich natürlich auch die Eintrittstore nicht in der Luft schweben haben, sondern die tatsächlich auch verbinden. Und habe deswegen hier diese Betonpfeiler noch reingesetzt. Ja, unser Eingangsgebäude ist von der Struktur her soweit dann auch schon ziemlich fertig. Also zumindest was das Gebäude an sich letztendlich angeht. Wir brauchen hier natürlich noch ein Schild für unseren Zoo. Was ihr jetzt sehen werdet, das Schild, das ich jetzt dann gleich basteln werde, das wird sich in der nächsten Episode dann noch ändern, beziehungsweise wenn wir dann in die nächste Episode gehen, wird es ein anderes geben, denn ich habe hier auch ein Custom Billboard dann letztendlich benutzt, das ich oben drauf gesetzt habe, wo wir dann das Zoo-Logo dann auch haben, das ihr, wie gesagt, auch im Thumbnail von diesem Video schon sehen könnt. Das wird sich dann auch durch den kompletten Zoo ziehen, dieses Logo, und dann dementsprechend natürlich auch auf unserer Parkmap, als auch auf den Gehegebeschilderungen. Dort wird man es auch immer wieder zu sehen bekommen. Und ja, wie gesagt, damit werde ich dann dieses Schild hier vorne letztendlich ersetzen. Aber so für den Anfang jetzt, ja, hat das erstmal ausgereicht. Wie gesagt, ich habe mich danach dann einfach nochmal hingesetzt und versucht, ein schönes Logo für unseren Zoo dann eben zu finden und zu basteln. Weil mir das Ganze hier ein bisschen zu langweilig aussah, nur mit diesem Schriftzug auf dem weißen Untergrund,
habe ich mich dann dazu entschieden, erstmal natürlich das Ganze so ein bisschen auch einzurahmen und zusätzlich dazu noch so ein paar von unseren Tierstatuen dann hier oben unterzubringen. So ein bisschen, ja, Hagenbeck-Style schon fast. Damit das Ganze hier dann einfach ein bisschen, ja, ein bisschen netter und noch ein bisschen mehr nach Zoo aussieht und nicht ganz zu abgeklärt und langweilig letztendlich. Ja, und sobald das dann geschafft ist, sind wir auch schon am Ende der ersten Episode angekommen. Ich würde mich tierisch über einen Kommentar von euch freuen, zunächst mal, was ihr bis jetzt von dem Zoo oder von der Idee dieses Zoos haltet und von dem neuen Baustil und so weiter. Freue mich tierisch über Feedback von euch dazu. Freue mich natürlich noch viel mehr über jeden einzelnen Like. Ich hatte es ja in der letzten Episode von Swamp Lake schon angesprochen. Leider vergessen viele immer, den Like-Button dann zu drücken am Ende des Videos. Würde mich freuen, wenn ihr es nicht vergesst und wenn ihr dann einfach mal drauf drückt. Lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr die nächsten Folgen auch nicht verpassen werdet. Ich versuche euch jeden Mittwoch mit einer neuen Episode aus Litchfield jetzt zu beglücken. Und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Also bis dahin, ciao!